meinst du damit? Das ist kein Test. Augenblicksversorgung. Wir sagt jeder den direkt für die tierischen Bereiche einschreiben, die langweiligen Details. Hey, schubst mich nicht, Kleiner. Langweilige Details war mein Stichwort, damit du aufhörst zu reden. Okay, ich will meine eigene Karte. Ich will meine eigene Waffe. Damit du gleich wieder jemanden erschienst, einer von den Bösen gesehen. Also gut, wer ist unser... Alle langweiligen Details. Lass das, Bone. Fang endlich an. Nenn mich nicht Bone. Wir haben das Cochlea-Implantat zu Dr. Morris Lester namens Cyanide zurückverfolgt, der als einem Jungen namens Nestor Olivos eingesetzt hat. Nestor Olivos, Studentenvisum, Sohn des venezuelanischen Botschafters. Weiter? Du willst alle langweiligen Details? Das ist Bones. Nein, ich nicht Bones, klar? Das Zungenbein des Jungen ist gebrochen. Tod durch Strangulation, das Zungenbein immer gebrochen. Bei Erwachsenen. Das hier war ein Junge. Sein Zungenbein ist flexibel, das kann man nicht brechen. Vielleicht hat der Junge so eine Art venezuelanische Glasknochenkrankheit. Ich versuche nur zu helfen. Er wurde also ermordet. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, was mit dem Jungen passiert ist, weil ich noch nicht alle Tatsachen kenne. Das ist doch nicht so schwer. Ein Junge hängt von einem Baum. Das ist also Selbstmord. Hat die Schule irgendwie im Pudding rumgerührt? Natürlich haben die das. Jeder, der in dieser Stadt etwas bewegt hat, eine Verbindung zu dieser Schule. Offensichtlich ist sogar die Zukunft des Landes in Gefahr. Ich werde das gerne zu einem Mord erklären, nur um sie auszurüsten. Ich werde das nicht zu einem Mord erklären, nur damit du irgendjemanden aufrütteln kannst. Die Beweise sind bestenfalls mehr. Dann sorgen Sie dafür, dass sie bald einsetzen. Bitte, Sie haben viel Erfahrung auf Ihrem Gebiet der Knochenkunde, nicht wahr? Sagen Ihr Mord gefällt nicht selbst. Ich höre gar nicht auf meinen Wachter. Das macht ihr so viel nett. Wie alle von uns haben Jeffersonien zieht Dr. Brandon die Wissenschaft dem Verdauungstrakt vor. Was sagt Ihr Bauch? Meiner sagt es nicht wahr. Er richtet seinen Bauch, wozu braucht er seine Nase? Also gut. Damit eine Ermittlung stattfinden kann, müssen Sie Dr. Brandon es zu einem Mord erklären. Ohne Ermittlungen können wir nicht feststellen, ob es ein Mord ist. Aber es gibt keine Ermittlungen mehr, sei denn Dr. Brandon erklärt es zu einem Mord. Sollte ich einen Philosoph hören? Wie lange ist meine Sache? Sehen Sie, so redet man mit diesen Menschen. Mein offizielles Ergebnis ist, dass Nestor Olivos das Opfer eines Mordes ist.